So, servus und hallo zu einem neuen MRE-Test. Links neben mir ist der Chris. Wir sind gerade campen in der Fränkischen Schweiz. Und heute testen wir das Geburtstagsgeschenk von Niki und Chris. Zwei Freunde von mir, die haben mir ein französisches MRE gekauft. Und wir schauen mal, was drin ist. Aus dem schönen Pottenstein vom Campingplatz nach 15 Kilometern wandern. Gucken wir mal, was drin ist. Au, schon mal geiles Zeug, Chris. Also wenn ich jetzt mir hier das mal kurz anschaue, wir haben einen kleinen Faltkocher, der richtig ist. Es ist sogar original von Esbit, so ein kleiner Faltkocher mit Esbit-Tabletten drin. Nummer 1. Schaut schon cool aus, ne? Kannst du mal auspacken, wenn du willst. Dann 70%ige schwarze Schokolade. So viel Französisch kann ich, dass da schwarz steht. Für die Moral. Genau. Einmal schwarze Schokolade. Ein Päckchen Instant Coffee. Wundert euch nicht, dass meine Hände zittern. Ich habe jetzt echt keine Kraft mehr in den Armen vom Rucksack und alles. Haben wir ein Päckchen Taschentücher, ganz normal. Nichts Besonderes. Und drei Dosen. So, fangen wir mal mit der kleinen an. Pâté Forestier oder so, wenn ich es richtig ausspreche. Schaut so aus. Keine Ahnung, was das ist. Aber ein Pâté klingt nach Fleisch, oder? Ich hatte nie Französisch. Ich auch nicht. Und ich kann auch die Inhaltsverzeichnisse nicht lesen, weil da auch alles auf Französisch oui, draufsteht. Der schaut mir nach Süßigkeit aus. Mont Blanc, glaube ich, Schoko. Das wird irgendein Nachtisch sein. Ich denke mal ein Pudding. Ein Pudding wird das wahrscheinlich sein, Chris. Was sagst du? Mousse, Schokolade oder Pudding? Irgend sowas. Irgend sowas ist es, ne? Pudding. Und hier haben wir die Hauptmahlzeit. Und wir haben hier eine Hauptspeise. Pâté à la Carbonara. Also ich denke mal, das sind Nudeln mit Speck und Ei. Irgend sowas, ja. Also ich denke mal, das sind Nudeln mit Speck und Ei. Und ich würde jetzt sagen, wir probieren diese paar Sachen jetzt einfach mal aus. Macht Sinn. Und wir werden das Ding auch auf diesem kleinen Kocher machen. Machen wir mal die Dose auf. Also so schaut der Inhalt der Dose aus. Es ist reingepresst wie Katzenfutter, aber es könnte gut schmecken. Schau mal. Sieht verdächtig nach Katzenfutter aus. Riecht aber nach Carbonara, also ohne Scheiß. Echt? Riecht nach Carbonara, ja. Streichelst du in einem kleinen Päckchen. Sogar mit dem Eiffelturm drauf. Ist eigentlich Esbit eine deutsche Marke oder eine französische? Oder das heißt SB? Ich weiß es nicht. Sehr, sehr gute Frage. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ah, die lassen den Deckel drauf, aber sie öffnen, also knacken es nur. Okay, na, ich habe es jetzt komplett abgemacht. Das passiert jetzt halt. In der Zwischenzeit mache ich noch hier diese Pâté Forestier Dose auf und gucken wir mal, was da drin ist, Chris. Das ist Pastete. So ein Inhalt. Riecht aber lecker. Riecht lecker. Chris. Das ist ein Brotaufstrich. Also ein Stück Fleisch oder sowas. Wie gesagt, dann nimm mal auch eine Scheibe Brot von unserem Brot raus, weil hier kein Brot dabei ist. Oder soll man das einfach so essen? Und hier. Ja, die Franzosen haben wahrscheinlich im Kampfgebäck immer ein Baguette dabei. Ja, das kann sein. Das so ein Baguettewerfer. Und das ist Pudding, definitiv Pudding. Besteck war nicht dabei drin. In dem polnischen und im amerikanischen und im deutschen ist jeweils immer Besteck dabei. Alter, ist das hier der Faltofen? Ja. Das brennt uns den Tisch weg. Nicht, wofür die Folie sein soll. Weiß ich nicht. Die hier? Ich denke für Müll. Da war noch eine Folie drin? Ja, es ist eine Mülltüte. Ja. Die Franzosen räumen auf. Die Franzosen räumen auf. Bei ihrem Rückzug. Ich improvisiere jetzt ein bisschen, damit ich den Tisch nicht abfackel. Und wir machen das auf den Deckel mit meinem Kochgeschirr, Chris. So, schau mal da. So, da drauf stellen wir das. Und zünden das mal an. Weiß nicht, waren bei den Amis Mülltüten drin? Ich glaube nicht. Nee, um die Getränke drin zu machen im Pulver. Das weiß ich. An die kann ich mich noch erinnern. Waren da auch Tempos drin? Ja. Um die Tränen beim Rückzug zu trocknen. Ja, ich hole mal eine Scheibe Brot, die nicht drin war. Weil wir keine Pappteller haben, mache ich das hier auf den Tisch. Alter, sind das Riesenstücke Fleisch da drin. Ist das Ente? Hm? Das könnte Ente sein. Sind zwar auch Froschwinkel. Ich weiß es nicht. Ich probiere mal dieses Pâté. Also. So.
Er schmeckt geil, definitiv, zum Brot. Frage, ist es wild? Ich glaube schon. Meinst du, die Franzosen versorgen ihre Soldaten mit wild? Kann gut sein, ohne Scheiß. Würde ich denen zutrauen. Die sind ja so Feinschmecker. Diese Vollkornbrote, die zerfallen immer. Aber sie sind perfekte Energieträger. Ja. Lass doch mal das Patty probieren. Das hat nicht so große, grobe Stücke, sondern so sehr lecker. Also das kann man echt essen. Was sagst du? Ja. Ernsthaft? Ich fotografiere die Verpackung mit Koko, die mir das im Internet bestellen kann. Das schmeckt geil. Ja, das ist geil. Das Stück ist nur für dich. Vielleicht keine Ahnung, was das für ein Fleisch ist, ne Chris? So, ich probiere mal den Pudding schon vorher. Boah, das ist mega. Mhm. Der schmeckt richtig milchig. Hä? Richtig so Milcharoma, so cremig, weißt du so. Boah, ich dieses Paté. Das war geil, ne? Als Gutzelle bevorzugt. Ja. Ich bin voll darauf jetzt, ne? Echt gespannt. Danach machen wir noch ein Video, wie wir Feuer machen. Das wird peinlich. Da haben wir aber, ich denke, schon ein zweites Bier oder so. Eigentlich wollten wir das Essen unterwegs testen beim Wandern, aber wir waren dann doch lieber Eiskaffee und Kuchen essen unterwegs. Chris, da musst du zuerst probieren. Ich trau mich nicht. Denkst du, ist es gut? Auf jeden Fall. Wenn die Feuerflamme aus ist, machen wir fertig, ne? Fleisch. Ja, genau. Probier mal ein Fleisch und sag mir, was das für ein Fleisch ist. Hähnchen, Schwein, Rind, Carbonara wäre mit Speck. Also Schwein. Ich glaube, es ist Schwein. Schweinefleisch. Aber gut von der Qualität? Also das Stückchen war jetzt gut. Okay, dann probiere ich jetzt auch eins. Und nachher machen wir noch Feuer. Ohne Feuerzeug, versuchen wir es. Und ohne Birkenrinde. Ohne jeglichen Zunder. Mhm. Ja, da finden wir schon was. Ja, das ohne Zunder geht's gar nicht. Wir müssen für Zunder finden, Chris. Holzabrieb. Holzabrieb. Das könnte aber echt dauern, ne? Aber machen wir. Schön und fein gehobeltes und machen Holz. Ganz, ja genau, wir verhobeln das Holz klein. Und versuchen es. Ein Stück Fleisch. Das ist Schwein. Ja, ne? Aber gut. Es ist richtig, eben so ein schönes, sauberes Stück. Ja, es ist kein Schlachtabfall. Genau. Das hast du bei den Amis ganz oft. Mhm. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Wobei ich den Amis auch zutraue, dass es Instant-Fleisch ist. Mhm. Aus dem Labor. Dann dürfte es aber auch keine Scheiße enthalten, also keine komischen Stücke. Mhm. Ist das geil. Du musst mal googeln, was in Hundefutter teilweise drin ist. Das möchtest du auch nicht essen. Ich esse. Das schmeckt bald richtig gut. Für ein Militäressen. Da war dieser Ami-Gemüseauflauf nicht so geil. Aber das Fleisch ist schon zart. Ist definitiv kein Müll. Jetzt noch ein Stück Schokolade probieren. Okay, ich gehe zu den Franzosen in die Ami. Das ist geil, ne? Das da hier behalte ich. Es kommt mit in die Verpackung, weil sich wieder so eine Dose erwärmen muss und es irgendwo fehlt. Nice Gimmick. Also dieses französische MAE, kann man sagen, hat gut gepasst. War lecker. Ja. Bis zum nächsten Video.